So, wir sind live. Hallihallo, meine Guten Lieben. Tag. Wie ihr seht, ich bin hier nicht alleine. Das ist jetzt, glaube ich, Live-Video Nummer 5 oder so. Ich zähle mittlerweile nicht mehr mit, habe mich mittlerweile daran gewöhnt. Jedes Mal leite ich das so ein, dass ich erzähle, wie neu das für mich ist, aber mittlerweile ist es nicht mehr so neu. Heute geht es um das Thema Facebook Advertising mit dem lieben Christian da Silva, aka Silver Surfer. Das ja, den Namen habe ich auf jeden Fall von Gordon bekommen. Ja. So nennt mich niemand, aber der Ich Gordon bin sehr darf's. gut da, ich bin sehr gut darin, so Spitznamen zu etablieren. Und wir reden über Facebook Advertising und da könnt ihr eure Fragen stellen. Zum Beispiel der Tommy, Hallihallo, schön, dass du am Start bist. Hi Tommy. Wir Ah, der warten wie Tommy. immer, den kennst du? Ja, wir wollten eigentlich schon callen, aber haben es noch nicht hinbekommen. Der Klassiker, man hat viel zu tun. Klassiker. Anderer Klassiker, wir warten erstmal, bis genug Leute oder bis ein paar Leute zuschauen. Gehen jetzt nochmal kurz aufs Klo, trinken nochmal ein Käffchen, ne? Und dann, So machen wir nee, es. wir steigen gleich schon ein. Warten jetzt trotzdem mal kurz. Ja, Thema Facebook-Werbung, speziell auch ein bisschen in Richtung Bilderall, weil darum geht es ja hier in dieser Gruppe, passives Einkommen durch Bilderall. Das heißt, wir gehen ein bisschen auf das Thema ein, aber ihr könnt auch generell eure Fragen zum Thema Facebook-Werbung, Facebook-Advertising stellen. Hi Also Martin. es muss nicht zwingend mit Bilderall zu tun haben. Falls die Interaktion noch ein bisschen hakt oder beziehungsweise falls die ersten Leute noch keine Fragen haben, habe ich auch mal drei Fragen einfach aufgeschrieben, die mich so interessieren. Mit denen würde ich jetzt einfach mal starten. Und genau, zwei Leute sehen zu. So, warten wir noch ein bisschen oder steigen wir ein? Wir können ja auf jeden Fall mit den ganz normalen, mit unseren Fragen auf jeden Fall schon mal Der Uli ist starten. auch am Start. Cool, Uli, Da dass du sind wir schon dabei mal bist. hoffentlich zu dritt. Der Tommy, Martin und Ja, Uli müssen eigentlich ich drei glaube, sein. eigentlich müssten es drei sein. Ich glaube, die Anzeige funktioniert ja auch nicht immer so gut bei Facebook. Okay. Alles gut. Steigen wir einfach mal ein. Ich stelle mal einfach die erste Frage. Ihr könnt eure Fragen trotzdem schon mal in die Kommentare reinhauen. Wir sehen das in Realtime. Und ich fange aber einfach mal an mit der ersten Frage. Also, Bilderall kennst du ja, das Thema, Bilderall ne? kenne ich durch dich auf jeden Weil Fall. durch mich, genau, Bist also ja sehr prominent unterwegs. ein Page-Builder mit zweistufigem Affiliate-System. Und du siehst ja, ich bewerbe das über eine Facebook-Gruppe. Das funktioniert bei mir mit am besten. Mittlerweile kommt aber auch Instagram dazu. Und in der Affiliate Academy mit Nico Lampe haben wir jetzt noch viele andere Kanäle, die wir da bespielen und auch aufzeigen. Aber bleiben wir mal beim Thema Facebook-Werbung. Wie würdest du denn so aus dem Stand, wenn du jetzt bei Bilderall wärst, das Ganze bei Facebook bewerben? Also, womit ich auf jeden Fall am Anfang anfangen würde, ist halt einfach mit dem Kundenavatar, weil der Kundenavatar ist mit das Wichtigste bei Facebook Advertising. Ganz klar, da würde ich erstmal hingehen und mir eine grobe Zielgruppe zurechtlegen, die mit dem Thema ungefähr passt. Da aber auch den Hinweis, dass man da ruhig mal am Anfang ein bisschen breiter gehen kann, dass man sagt, ruhig mal 1,5 oder 2 Millionen, auch mal 3 Millionen Leute in die Zielgruppe aufnimmt. Und dann erstmal sich sehr stark mit dem Kundenavatar auseinandersetzt. Wirklich, also da habe ich immer so 12 Fragen, die ich durchgehe. Wie alt ist er? Woher kommt der potenzielle Kunde? Was für Interessen hat er? Was für Zeitschriften liest er? Und so weiter. Und daran hangele ich mich immer weiter. Und das, sag ich mal, ich habe da drei Vorgehensweise. Einmal über die Facebook Insights, einmal über die Fragen, die ich mir selbst immer stelle für meinen Zielkunde. Und dann gehe ich noch ganz stark ins Profile scannen. Das, was die wenigsten auf jeden Fall machen, Profile scannen. Ich gucke mir von verwandten Seiten, die ähnlich sind, gucke ich mir die User an und Zum analysiere. Beispiel ClickFunnels. Zum Beispiel ClickFunnels. Wobei ClickFunnels ist natürlich so vom Interessenverhalten auf jeden Fall ähnlich wie Bilderall. Nur sage ich mal weil Bilderall ein klein Schon eine bisschen andere günstiger Zielgruppe, ist ja. ein bisschen andere Zielgruppe. Die Zielgruppe ist potenziell ein bisschen jünger auf jeden Fall, würde ich jetzt auf jeden Fall mal so aus dem Stegreif sagen. Ich bewerbe selbst auch ClickFunnels, benutze auch ClickFunnels. Meine Seiten sind alle mit ClickFunnels gebaut. Ich bin auf jeden Fall davon echt überzeugt. Und dann Und guckst du bei ClickFunnels bei der Seite vom Russell Branson, vom Russell. vom Brüssel. Aber wonach suchst du dir die Leute aus? Weil der hat ja auch vielleicht irgendwelche Leute aus Asien, die da geklickt haben und eigentlich gar Genau. kein richtiger, relevanter Fan sind. Genau. Ich guck mir die Seite an und gucke, welchen Freunden von mir das gefällt. Ja, und sag ich Okay. mal, und zu denen hat man ja dann auf jeden Fall mehr oder weniger Bezug, zu manchen mehr, zu manchen weniger, ne, Tommy? ja, und dann hange ich mich davor und scanne einfach die Leute, denen dann zum Beispiel ClickFunnels gefällt. Scanne ich ganz genau, wie alt sind die, was für einen Status haben die, sind die verheiratet, sind die Single und so weiter. Ich gucke mir halt, woher kommen die und so weiter. Und danach wird auf jeden Fall mein erster Kundenavatar bereitgelegt. Und dann fange ich aber auch an, also der Avatar, der dauert mit die meiste Zeit
von überhaupt Facebook-Werbung. Also wenn man seinen Kundenavatar spitz hat, beziehungsweise sich darüber viel Gedanken macht, hat man hinten raus auf jeden Fall, läuft halt vieles einfacher. Okay. Und da auf jeden Fall animieren, definitiv mit Insights zu arbeiten, mit den 12 magischen Fragen und halt mit Profile scannen. Das machen halt die wenigsten wirklich, Profile scannen, das ist halt sehr viel Arbeit. Das machen aber die wenigsten und deswegen nochmal definitiv. Eine Frage stellt sich mir da, am Anfang hast du gesagt, auch mal breiter fächern. Steht das in Konkurrenz zu der Strategie zu sagen, ich mache einen genauen Kundenavatar, zu sagen, ich gehe erstmal ein bisschen breiter und gehe über Interaktionen, wie zum Beispiel Video-Views, Leute, die 10 Sekunden das Video geguckt haben, oder kann man das sinnvollerweise kombinieren, dass man... Man kann es halt testen, ja, man kann es halt einfach auch Split testen, sag ich mal, Facebook hat ja auch die Funktion vom Split-Test, da kann man auch hergehen und sagen, wir testen jetzt mal eine breite Zielgruppe gegen eine enge Zielgruppe. Und die enge auf Basis vom Kundenavatar. Genau, richtig, richtig, auf eine Basis, sag ich mal, und dann bei dem, also sind beides auf Basis vom Kundenavatar, aber die eine ist halt ein bisschen kleiner gefasst und die andere ist einfach ein bisschen größer gefasst. Okay. Und da macht man einfach einen Split-Test. Und für da eine gute Custom Audience zu bilden, ist es auf jeden Fall zu empfehlen, das Kampagnenziel Videoaufrufe zu nehmen, weil darüber kann man auch sich eine Audience aufbauen. Mhm. Weil man kann ja auch eine Custom Audience bilden aus, zum Beispiel, wenn man ein Video hat, was man in der Anzeige hat, kann man auch im Nachhinein sagen, ich will jetzt eine Custom Audience daraus bilden, aus zum Beispiel Video-Views von mindestens mal 50% würde ich auf jeden Fall empfehlen. Unter 50% würde ich gar nicht anwählen. Okay. Ja? Und genau, so würde ich da vorgehen. Da haben wir schon direkt die nächste Frage vorweggegriffen. Ich sehe, hier kommen schon Fragen, da gehen wir gleich drauf ein, Claudia. Nochmal ganz kurz die Fragen, die wir haben. Andreas, der Aschatz ist auch dabei. Sehr cool. Grüß dich. Achso, übrigens, hört ihr uns gut? Wir haben jetzt hier so ein schickes Mikrofon, hier so ein schickes... Von Samsung. Samsung, das ist der große Bruder von Samsung. Hört ihr uns gut? Vielleicht kurz mal ein Like oder irgendwie oder irgendwas schreiben. Gib mir mal bitte ein Herzchen. Gib dem Jungen nochmal ein Herzchen. Ich bekomme so wenig Liebe. Wir betteln jetzt nicht um Herzen. Das wird jetzt ein bisschen arm. Ah ja, okay, der Daumen heißt wahrscheinlich, die verstehen uns gut. Zweite Frage wäre jetzt gewesen, ist das Video wirklich besser als das Bild? Weil viele sagen immer, Videos sind so der Trend, sind natürlich die Zukunft, natürlich, aber bei Facebook, gerade bei Advertising, von den Möglichkeiten her, also kurz und knapp, Videos. Genau, aus zwei Sichten ist da am Anfang, gerade wenn man keine spitze Zielgruppe hat, aus zwei verschiedenen Sichten ist das sehr gut. Einmal kann man mit dem Video eine sehr gute Audience aufbauen und Videos werden einfach besser vom Facebook-Algorithmus eingestuft wie Bilder. Und deswegen ist es, wenn man am Anfang noch gar keine Zielgruppe hat, auf jeden Fall zu empfehlen, mit Videos zu arbeiten. Mhm. Das auf jeden Fall, ja. 100%. Okay, eine Frage hatte ich noch, und zwar DSGVO mit dem Pixel. Ihr habt es ja alle mitbekommen. Gefühlt war es ja wie mit der Vogelgrippe. Wann war die? 2000, 2001 oder so 2000, aber Armageddon, ne? Auf einmal bleiben alle Computer stehen, haben sich auch alle eine Buchse gemacht, am Ende ist nichts passiert. Genau wie bei der Vogelgrippe. Ja. Ich war zu dem Zeitpunkt in Venedig. Überall Tauben, ich hatte natürlich auch ein bisschen Panik, morgen geh weg, steck mich nicht an und am Ende ist nichts passiert. So, DSGVO, okay, Abmahnung. Sind gefährdet. So oder so, aber bleiben wir mal beim Thema Facebook Pixel. Jetzt gibt es natürlich auch die Möglichkeit, ohne einen Pixel zu arbeiten und auch da sind Videos wieder mit entscheidend auf jeden Fall. Definitiv, wenn man halt, also der Pixel hat ja den Sinn, dass man ein vernünftiges, spezifisches Remarketing machen kann. DSGVO sagt ja, sind auf jeden Fall auch noch Grauzonen, dass der Pixel so nicht mehr zu verwenden ist, beziehungsweise ich kann es nur empfehlen, dass man auf jeden Fall im Moment den Facebook erstmal rauslässt, mache ich bei meinen Seiten im Moment auch, dass der Facebook-Pixel komplett rausgeht, aber es gibt dann natürlich Alternativen, wo man auch starkes Remarketing machen kann, das Video, was ich eben auch schon angesprochen habe, über dieses Kampagnenziel Videoaufrufe, kann man sich zum Beispiel eine Custom Audience bilden aus verschiedenen, aus 25% Video-Views, aus 50% Video-Views und so weiter. Da guckt ihr einfach mal im Reiter Zielgruppe unter Custom Audience erstellen und dann kann man sich auch beziehen auf genau das Video, was man auch will und da kann man genau die Prozente einstellen, die Leute, die man ansprechen will, wie lange die das Video letztendlich auch gesehen haben. Ja. Okay. Und darüber kann man halt auch sehr, sehr gut Remarketing machen, weil man könnte sagen, alle, die das Video zu 50% gesehen haben, sehen jetzt zum Beispiel erstmal eine Next-Anzeige, weil da schon ein gewisses Interesse da ist. Mhm, ja. Auch wenn die noch nicht geklickt haben, man macht es alleine an den Video-Views fest. Das ist auf jeden Fall besser, weil geklickt ist mal schnell, aber ein Video, wenn ich ein Video wirklich tatsächlich mal ein 4-Minuten-Video zu 2 Minuten gucke, dann ist das Interesse auf jeden Fall schon stärker, wie einfach mal schnell geklickt. Okay. Geklickt ist auch
geklickt, ist ja einfach mal schnell. Kennst du ja selbst. Ja, ja. Ja. Klickst einfach mal rein, Interesse halber, bist direkt. Einfach nur so, weil du gucken willst, okay, Video. Was ist das? Oder was ist das genau? Ja, und dann, und wenn man ein Video aber dann zu längerer Zeitpunkt guckt, ist es auf jeden Fall die spitzere Zielgruppe. Okay, interessant. Absolut. Kurze Info für alle Businesspartner, die gerade zusehen. Wir haben gerade auch ein Video erstellt, wie wir eine komplette Facebook-Ad aufsetzen. Kommt dann in die Affiliate Academy mit rein. Nur mal so die Info zum Beispiel für euch, zum Beispiel schon mal. Genau, das wollte ich nochmal kurz anmerken. Jetzt kommen wir mal zu den Fragen. Ich hatte gesehen, Claudia hatte eine Frage. Ich kann nur sehen, Custom Audience weniger oder mehr als 1000 Datensätze. Ab wann soll man Lookalike stellen? Sobald es geht oder erst ab 1000? Nein, also genau. Das ist auf jeden Fall. Hallo Claudia, grüß dich. Also zu deiner Frage. Facebook zeigt automatisch erst bei Custom Audience genau an, entweder sind die über 1000, dann zeigen sie genau 1400 zum Beispiel an. Es gibt aber auch das Beispiel, wenn ihr zum Beispiel alles, was unter 1000 sind, steht da einfach weniger als 1000. Aber da trotzdem. Erst in 2 Monaten, ne? Oder so erst ungefähr. Vorher hatten, haben zwei, die auch 100. Ich glaube, so ist 2-3 Monate dürfte es jetzt her sein. Vorher war es immer spezifisch. Jetzt zeigt es nur noch an unter 1000 oder genau spezifisch über 1000. Dann zeigt es dann zum Beispiel 1400 an. Aber auch wenn es da drunter ist, sag ich mal, eine Lookalike kann man ab 150, 200 Interaktionen auf jeden Fall erstellen, ist aber vielleicht nicht direkt zu empfehlen, weil es dann noch eine kleine Gruppe ist. Aber man weiß ja selbst, wenn man die Custom Audience hochlädt, wie viele Klicks oder wie viele Video-Views das denn jetzt genau waren. Und dann kann das man kann einfach... Das kann man in den Anzeigen ja sehen, ne? Das kann, man in den Anzeigen sehen, aber man kann es dann auch einfach mal probieren, ja? Wenn man jetzt sich, wenn man jetzt der Meinung ist, man hat 5000 Video-Views und sagt einfach mal, da draus will ich eine Custom Audience bilden von 50%, dann werden sicherlich 200, 300 da sein, die das Video zu 50% gesehen haben. Mhm. Und aus denen kannst du dann auf jeden Fall eine Lookalike probieren. Und das musst du aber auch dann auch testen, weil eine Lookalike musst du halt auch immer wieder nach, eine Custom Audience füllt sich so, eine Lookalike halt nicht. Eine Lookalike musst du halt immer nochmal erneuern und letztendlich ist es das auf jeden Fall auch nochmal testen, testen, testen. Also die Custom Audience, das geht auf jeden Fall. Wird dynamisch mit den neuesten Daten versorgt. Die Lookalike, die Custom Audience. Die Custom Audience. Zu dem Zeitpunkt, wenn ich jetzt am 5. Februar erstelle, die Lookalike, dann ist sie auf Basis der Custom Audience. Dann ist die Custom Audience im April schon neuer mit neuen Daten gefüttert und die Lookalike, die ich daraus erstelle, ist aber noch von Februar. Genau, richtig. Okay, die muss man dann neu erstellen. Also die Lookalike dann auf jeden Fall nach, neu erstellen aus Basis einer Custom Audience, die sich halt automatisch immer füllt. Nach der Zeit füllt die sich einfach, wenn man halt ständig Werbung laufen hat. Ich habe auch noch eine Frage und zwar zu den Lookalikes. Und zwar ist es ja so, diese 1% macht man ja pro Land. Jetzt sage ich mal, die meisten Leute schalten ja Werbung im Dachraum. Also Deutschland, Österreich, Schweiz, alles deutschsprachige Länder. Und wenn ich jetzt, sagen wir mal, die 150 Klicks habe, dann sind ja offensichtlich nicht 100 pro Land. Ja. Ich habe ja nur 150, dann sind vielleicht 90 von Deutschland, 20 von Österreich und der Rest irgendwie aus der Schweiz. Habe ich auch sehr oft. Wie macht man das da? Damit man, also weil wenn ich die Lookalike erstelle und Facebook sieht, da sind zu wenig in einem Land, gibt es eine Fehlermeldung. Genau, richtig. Das macht er auf jeden Fall automatisch. Also wenn man jetzt versucht, eine Lookalike aus basierend von 150 Leuten und sagt dann Deutschland, Schweiz, Österreich, dann würde er auf jeden Fall meckern, weil überproportional die Menschen aus dann Deutschland kommen und er dann gar keine Lookalike, gar keine genügend Werte hat, für eine Lookalike jetzt Österreich zu erstellen. Da kann ich dann nur empfehlen, dass man halt letztendlich das RZ, also die Anzeige, die man erstellt hat für Deutschland, Scheiß Österreich, dass man die einfach schon splittet. Genau, dass man sagt, eine für Deutschland. Eine für Deutschland und daraus kannst du dann jeweils eine Lookalike erstellen. Okay, für das jeweilige Land. Für das jeweilige Land, ja. Richtig. Und du würdest dann auch sagen, also ich tue mir auch immer schwer mit dem Thema Zielgruppe spitzen und Leute rausschmeißen. Wenn man jetzt zum Beispiel, sagen wir mal ganz klassisch, Geschlechter, Männer, Frauen, man sieht irgendwie von meinen Kunden oder die sich eintragen, sind 70% Männer, 30% Frauen, sage ich in dem Moment schon, wenn ich das quasi nach, also erstmal die Frage, wie viele Leute brauche ich, um dann eine aussagekräftige Aussage zu haben, also, um ein aussagekräftiges Ergebnis zu haben, valides, wie viele Leute brauche ich, um zu sagen, okay, da kann ich jetzt sagen, 30% Frauen sind zu wenig, ich nehme Frauen aus der Targetierung raus und mache ich das bei so einem Wert oder warte ich noch ein bisschen? Also wenn du es auf jeden Fall 100% wissen willst, machst du es am besten mit deinem kompletten Tracking. Du machst eine neue Ad-Set, wo du Frauen einmal machst, wo du Männer machst und die dann aber auch separaten Seiten kommen.
wo du genau dann auch auswerten kannst, wo du dann einfach nochmal genau sicher gehen kannst, so in welchem Zeitraum habe ich jetzt bei den Frauen, wie viel Umsatz habe ich da gemacht, wie viel Werbeeinsatz habe ich da reingegeben und wie viel bei den Männern. Und wenn es irgendwann da, dann siehst du ja, ob du bei den Frauen auch profitabel bist. Ach, zu einer bestimmten Zeit? Nein, nicht zu einer gewissen Zeit, sondern wirklich Männer und Frauen einfach von Anfang an trennen und dann aber auch den kompletten Funnel trennen, männlich, weiblich. Okay. Dass du wirklich auch verschiedene Seiten hast, verschiedene Checkouts, sodass du ganz genau wissen kannst, okay, das ist die Stufe dann darüber. Und kann man sagen, wenn man jetzt zum Beispiel in die Analyse der Werbeanzeige geht und sieht zum Beispiel, Frauen sind weniger, aber es liegt daran, dass ich Facebook und Instagram geschaltet habe und die Frauen haben sehr günstige Klickpreise oder Conversionpreise bei Facebook, kann man sagen, okay, ich analysiere das so genau, dass ich sage, okay, generell Männer, aber wenn Frauen, dann sind die halt bei Facebook sehr stark, deswegen kicke ich Instagram raus und... Genau, das würde ich sowieso empfehlen, dass man auf jeden Fall generell Facebook und Instagram trennt in der Kampagnenerstellung, entweder Facebook oder Instagram, weil es sind halt zwei verschiedene Netzwerke, die halt auch unterschiedlich funktionieren und deswegen würde ich auf jeden Fall jedem empfehlen, Facebook und Instagram komplett zu trennen. Mhm. Also schon von den Platzierungen wirklich von vornherein sagen, trennen entweder Instagram oder Facebook. Okay. Gut. Gucken wir mal, ob hier noch irgendwelche Fragen. Habt ihr noch irgendwelche Fragen zum Thema Facebook Advertising? Gehen wir mal hier durch. Brian ist auch am Start, da kommt noch eine Frage. Affiliate Marketing plus Custom Conversion. Ich habe überlegt, Personen, die auf den Checkout klicken, nicht direkt zu Bilderall weiterzuleiten, sondern vorher noch auf eine externe Weiterleitung, wo der Pixel steht. So könnte ich die Leute tracken, die auch wirklich geklickt haben und auf Grundlage dessen die Custom Conversion erstellen. Auf diese Weiterleitung würde ich dann eine kurze Info-Button einfügen. Macht das Sinn oder gibt es andere Möglichkeiten mit Custom Conversion super Bilderall zu arbeiten? Ja, es gibt eine Möglichkeit. Du kannst bei Bilderall unter dem Tab konfigurieren, kannst du deinen Pixel eintragen und dann, das ist ein bisschen komplizierterer Prozess, den habe ich letztens auch erst kennengelernt. Also speziell für Bilderall werde ich da wahrscheinlich eher nochmal ein Video machen für die Gruppe, also für die Affiliate Academy, wo ich das nochmal speziell zeige, weil das wirklich nicht so leicht war. Ich musste in dem Zuge sogar ein komplett neues Werbekonto einrichten und neuen Pixel. Ist ein bisschen komplizierter, aber das erfährst du dann, Martin, ich glaube, du bist auch in der Affiliate Academy, da erfährst du nochmal, wie man das am besten macht. Genau, richtig. Das ist jetzt auch zu spezifisch dann für Bilderall. In der Gruppe geht es, glaube ich, auch nochmal wirklich darum, eure generellen Fragen zu Facebook-Marketing zu klären, also auch ein bisschen Bilderall, aber auch nochmal generell, weil jetzt habt ihr hier einen Experten am Start. Genau. Und es muss nicht komplett sich auf Bilderall beziehen, es kann auch einfach in eurem anderen Affiliate-Business, Dienstleistungs-Business, irgendwas sein. Oder generell um Einstellungen oder, sag ich mal, wie funktioniert das, haut einfach mal eure Fragen hier rein, dann werden wir sie auf jeden Fall klären, auch wenn im Nachgang oder wie auch immer, wir werden sie auf jeden Fall klären. Genau, danach noch kommentieren. Definitiv, haut einfach da mal rein, was euch interessiert, wie gesagt, ansonsten gehe ich einfach davon aus, dass ihr alle schon Spezialisten seid. Naja, wie gesagt, also es gibt immer Sachen, selbst ich lerne jeden Tag noch Neues dazu und nenne mich auch nicht allwissend, nur ich habe mich halt mit dem Thema sehr stark auseinandergesetzt, weiß da viel, deswegen haut einfach mal die Fragen rein. Okay. Hier kommt auch schon die nächste Frage von Andi. Wie würdet ihr einen Produktlaunch über Facebook anteasern? Das ist auch wieder sehr, sehr, also die Frage kann man auch jetzt. Das geht in die Funnel-Psychologie. Das geht auf jeden Fall in die Funnel-Psychologie rein. Das ist jetzt nicht nur mit Facebook getan. Da kommt vielleicht auch noch das andere, vielleicht Google AdWords auch noch hinzu, wenn man beide so ein bisschen verknüpfen will. Also Andi, nicht sauer sein, aber wie würdet ihr einen Produktlaunch? Ja, das. Es kommt auch das Produkt an, ne? Was du für ein Produkt hast. Auf jeden Fall. Also generell ist, glaube ich, ich glaube, man könnte sagen, generell, was man launcht. Es geht ja immer am Anfang darum, möglichst schnell eine Zielgruppe zu haben, die sich für das Thema interessiert. Mhm. Das kann man gut über Video-Ads schalten, wie er am Anfang erklärt hat. Und dann übers Retargeting, die Leute, die sich interessieren, beziehungsweise die Lookalike, die daraus aus dieser ersten Kampagne entsteht, wieder ansprechen. Und da ist es, glaube ich, egal, ob man das jetzt für einen Launch macht oder um Bilderall zu bewerben oder für ein Webinar, weil es gibt immer verschiedene Assets für einen Launch. Du kannst dein Produkt launchen mit einem Webinar
oder mit einem VSL, einfach ein Video-Sales-Letter, ja, oder einer klassischen Sales-Page. Aber um dann über Facebook Advertising eben die richtigen Leute auf diese Assets, also auf das Webinar, auf den VSL oder so zu bekommen, da hat er ja gerade quasi den Tipp rausgehauen, macht das über eine Video-Ad, um da einfach Leute zu bekommen, die sich wirklich dafür interessieren. Und das ist dann wirklich unabhängig davon, ob es um Produktlaunch geht, ob das Produkt schon am Markt ist, ob ihr über ein Webinar das Ganze bewirbt. Genau, richtig. Also das geht auf jeden Fall schon sehr in die Funnel. Genau. Das ist eine andere Frage, wie man also den Produktlaunch, wie man den am besten macht, ob man jetzt erst einen ganz klassischen Lead-Magnet macht zum Thema, sagen wir mal, du launchst ein Produkt zur Hundeerziehung, sagst dann halt erstmal irgendwie hier, es gibt jetzt einen Ratgeber, so wird der Hund stubenrein, das klassische Beispiel, und auf der Danke-Seite stellst du quasi, packst du keinen Tripwire, sondern erzählst von dem Lounge und machst da vielleicht sogar eine Facebook-Veranstaltung für oder so. Ja. Das ist wirklich so ein bisschen Funnel-Strategie. Aber wie gesagt, es geht am Ende immer darum, möglichst die Leute, die sich wirklich für das Thema interessieren, die auf eure Seite zu bekommen, auf eure Squeeze-Page, auf euer Webinar, und da am besten der Tipp mit den Videos. Auf jeden Fall mit den Videos zu arbeiten, da habt ihr auf jeden Fall am Anfang auch sehr günstige Klickpreise, beziehungsweise Video-Views. Und damit auf jeden Fall arbeiten. Ja, aber davor war gerade noch eine Frage. Oder? Hallo Mauricio, grüß dich. Mauricio. Alles gut? Dich auch? Nö. Aber egal. Wir kennen uns auch noch nicht, aber ich wäre beinahe die Woche in Stuttgart gewesen. Bei einer Veranstaltung von Mauricio. Ach so, dann kennst du ihn. Wir schreiben ab und zu mal. Ah, okay, cool. Claudia sagt, ich habe noch keinen Facebook-Business-Account. Ist das ein Fehler? Ich hatte auch ganz lange über das normale Facebook-Werbeanzeigenkonto meine Werbeanzeigen geschaltet. Bin jetzt zum Business-Manager gegangen. Ist auch ein komplizierterer Prozess, hat damit zu tun oder hat den Vorteil, dass man dadurch mehrere Werbekonten anlegen kann. Und wenn Facebook mal ein Konto sperrt, was in letzter Zeit immer häufiger vorkommt und von dem, was ich so in meinem Umfeld höre, hat man den Vorteil, man macht mehrere Werbekonten unter deinem Namen. Und dann wird einfach das Werbekonto gesperrt. Aber du als Person, die Administrator des Werbekontos ist, wird nicht gesperrt. Was das der Fall richtig wäre, wenn du jetzt einfach über den Werbeanzeigenmanager über dein privates Facebook-Profil eine Werbeanzeige schaltest. Das ist richtig. Also 100% richtig erklärt. Ja. Absolut. Also ein bisschen auf jeden Fall definitiv immer zu empfehlen, wenn ihr damit auf jeden Fall auch professionell umgehen wollt, macht euch auf jeden Fall einen Business Manager. Dann seid ihr auf der sicheren Seite. Ja. Andreas, wie gehe ich am besten live, das mache ich mit meinen Videos. Dass ich mit meinen Videoaktionen verknüpfe. Webseite zu besuchen. Wie gehe ich am besten live, dass ich mit meinen Videos Aktionen verknüpfe, wie zum Beispiel Gruppenbeitritten oder Webseite zu besuchen? Spontan würde ich sagen, weil die Gruppe ist ja immer geschlossen, dass du über deine Facebook-Seite ein Live-Video machst. Und ich habe es beim, ich glaube, Torben Platzer war es schon mal gesehen, dass der es auch öfters mal teilt oder sehr clever auch quasi zur Interaktion aufruft, dieses Live-Video zu teilen. Aber das habe ich schon mal genau gesehen. Richtig. Weiß ich nicht, ob ich auf die Frage eingehe, aber... Er sagt auf jeden Fall, wie gehe ich am besten live? Am besten live, ja, aber dass ich mit meinen Videos, also mit den Live-Videos, Aktionen verknüpfe. Also er meint, wie macht er am besten ein Live-Video, um durch dieses Live-Video zum Beispiel Leute in seine Facebook-Gruppe zu bekommen oder dazu bekommen. Stimmt das, Andreas? Kannst du ja mal kurz sagen, wenn du noch am Start bist. Was auf jeden Fall immer ein guter Weg ist erstmal mit Content zu glänzen. Ja, ja, in einem Live-Video. In einem Live-Video definitiv. Also man will ja eine gewisse Zielgruppe ansprechen, und wenn man da halt nur von unspezifischen Sachen spricht, die Zielgruppe gar nicht interessiert, dann haben die auch gar keine Lust, in die Gruppe zu gehen, weil sie einfach nicht die Zielgruppe ist. Und so würde ich es auf jeden Fall machen, dass man, wenn man live geht, spezifischen Content gibt, wie wir jetzt, dass wir sagen, wir spezialisieren uns auf ein Thema, geben dazu Content, beantworten die Fragen von den Usern, genau, und dann kommen die automatisch. Nur, dass du das dann nicht in einer geschlossenen Gruppe machen würdest, wie ich jetzt, sondern von der Facebook-Seite, dass es komplett offen ist, sodass man diesen Beitrag, diesen Live-Beitrag mit Facebook-Ads auch wieder bewerben kann. Da auch wieder die gleiche Taktik. Wahrscheinlich, oder? Über Video-Views. Wenn man ein gutes Video hat, ja. Also wobei, geht das? Kann man das Live-Video auswählen? Weil man bewirbt ja dann einen Beitrag. Habe ich jetzt tatsächlich noch nicht gemacht, weil ich bin jetzt nicht so der Live-Gänger. Mm. Okay. deswegen, also
das müsste ich nochmal schauen, aber könnte ich dann auch, wenn es spezifisch ist, nehme ich mir die Frage auf jeden Fall mit. Ja. Wir haben ja ein Video, wir können es immer wieder angucken. Genau, richtig. Okay, Mauricio, wie bekomme ich eine Landingpage bzw. die Seite von Google SEO weg, ohne sie zu löschen zu müssen? Durch organische Reichweite wahrscheinlich deshalb oben. Verstehst du es? Nicht so ganz. Oben, ja. Wie bekomme ich eine Landingpage bzw. eine Seite von Google SEO weg? Also, dass sie nicht indexiert wird? Oder was meinst du damit? Tipps mal einfach ohne sie rein, löschen Mauricio. Mauricio, kannst du mal kurz, wenn du noch da bist, sagen, was du genau meinst? Meinst du, wie du eine Seite von der Indexierung bei Google ausschließt? Wobei Google ist jetzt auch wieder, glaube ich, nicht so unser Thema. Genau, der Prein hat auch noch was. Ich sonst lass mal die Frage erstmal offen, Mauricio. Du kannst nochmal genauer beschreiben, was du meinst. Sonst gehen wir erstmal beim Brian. Ich habe gelesen, der Facebook-Algorithmus für Ads wäre so gut, dass man auch ohne Interessenten die richtigen Leute bekommt. Ist das? Ja, diese offene Targetierung, das habe ich auch heute schon mal. Wir hatten übrigens um 12 Uhr einen Call mit Facebook, haben mit Facebook telefoniert. Wir haben Facebook schlauer gemacht. Und gerade haben die, gerade haben die auch wieder angerufen. Ich glaube, das waren die. Ich habe sie weggedrückt. Ja. Aber sonst geh du schon mal auf die Frage ein. Genau, hi, ja, Brian, grüß dich. Also wir haben heute Morgen auch schon darüber diskutiert. Der Gordon hat auch schon mit dem Thema mich angesprochen und gesagt, ohne Interessen einfach mal eine ganz breite Zielgruppe, zum Beispiel auf das jeweilige Land oder komplett offen lässt. Und über die Views geht. Über die Views geht, das geht sicherlich, aber sag ich mal, wenn man doch schon am Anfang spezifisch sein kann, ein paar Sachen kann man immer schon einschließen, dann würde ich das auf jeden Fall machen. Sind die Klickpreise denn günstiger, sagen wir mal, wenn ich jetzt komplett Deutschland nehme, ohne Targetierung, sind die Klickpreise günstiger? Auf jeden Fall. Und die Video-Views sind die auch günstiger, weil definitiv. Wenn man dann halt, man kann natürlich sagen, vielleicht spezifisch gehen, sagen wir mal 100.000 und dann geht man auf 10% Video-Views, die sind dann vielleicht genauso teuer, wie wenn man komplett offen lässt und dann auf 95% Video-Views, weil ja mehr Views in den Topf fallen. Also umso breiter die Zielgruppe, umso günstiger werden halt die Video-Views, Klicks und so, weil Facebook einfach eine viel, viel breitere Masse an Menschen hat, die sie halt vorschlagen können, dein Video oder in dem Fall ein Video zu sehen. Es ist auch relativ neu, dieser Hack, wenn er wirklich funktioniert. Ich glaube, das müsste man mal split testen. Wie gesagt, aber Christian also, ist sowieso immer auf dem neuesten Stand. Also komplett ohne habe ich es jetzt noch nie gemacht. Aber sag ich mal, seit ein paar Monaten mache ich es auf jeden Fall oft, dass man komplett breit ist. Größer wird. Dass man wirklich mal ruhig 3 bis 5 Millionen am Anfang auswählt und so ein paar Kleinigkeiten halt schon immer mit ins Targeting nimmt. Mit ins Flex-Targeting, ja. Die Laura, auch eine Business-Partnerin, ich glaube vom Hi, Laura. Brian, wenn ich mich nicht täusche. Ich habe gerade meine allererste, oder vom Nico, egal. Ich habe gerade meine allererste Ad laufen. Ich stelle fest, dass die Reichweite bei den Männern viel höher ist, als aber Frauen viel eher klicken und die Preise pro Klick viel geringer sind. Krass. Was sagt mir das, beziehungsweise wie gehe ich damit am besten um? Ja, da kommen wir vielleicht wieder auf die Frage, wann ist so ein Wert signifikant? Also auf jeden Fall, hi Laura. Wie formuliere ich das am besten? so, dass es jeder versteht. Dass auf jeden Fall jeder versteht. Das wäre gut. Definitiv. Wie bekommt man das? Also die Reichweite bei den Männern ist höher, aber die Klickpreise sind geringer bei den Frauen. Letztendlich haben wir das eben schon beantwortet mit deinem, oder hatten wir das nur privat hier gehabt mit dem? Das weiß ich nicht mehr, sonst geht aber drauf. Okay, also wie gesagt, ich hatte das Thema auch mit Gordon eben schon. Wenn man auf jeden Fall so ein Thema hat, kann man halt alles mal komplett voneinander trennen und sagen, ich nehme jetzt einfach mal nur Männer und nur Frauen und die leite ich aber auch komplett auf eine neue Seite und überprüfe einfach, wo bin ich denn, bei wem bin ich denn profitabel? Weil es heißt noch nicht, dass zum Beispiel die Männer jetzt mehr Klickpreise kosten, dass die auch letztendlich nicht profitabel ist und die Frauen weniger bezahlen für den Klick und da bezahlt man, da kann es aber auch sein, dass man defizitär ist. Das ist halt beides möglich. Von daher. Aber wenn man im ersten Schritt ist im Funnel, sagen wir mal, wir sind dabei jetzt eine Custom Audience zu erstellen aufgrund von Video-Views, wie macht man das denn da? Wo sage ich denn jetzt,
Die Klickpreise bei Frauen sind günstiger. Ich habe jetzt 500 Frauen und 1000 Männer. Bei den Frauen ist es günstiger. Da kann man sich das ja auch insgesamt auch nochmal split testen. Einfach ja, auch noch aber mal, wann sagt man quasi, ich schalte das andere Geschlecht ab? Ab was für eine Zahl? Sagen wir mal, wir haben jetzt an einer gewissen Zahl zum Beispiel. Reichweite 500 Leute und da sind die Frauen bei 10%, die 10 Cent und die Männer bei 20 Cent. Bei 500 Leuten würde ich dann die Männer abschalten, weil ich sehe dann nicht. Also wenn es wirklich, also du hast 20 Cent und 10 Cent als Beispiel genommen, dann würde ich es auf jeden Fall komplett so lassen. Ich hatte schon mal ein Beispiel, da hatte ich zum Beispiel bei Frauen Klickpreis beim Euro 40 und Männer waren irgendwie bei 60 Cent und da kann man dann überlegen, definitiv mal die Frauen komplett raus zu switchen. Okay, also bei 10 Cent und 20 Cent? Dann würde ich es auf jeden Fall weiterlaufen lassen. Da ist ja die Spanne gar keinen Fall so groß. Es kommt drauf an. Also es ist natürlich das Doppelte, ist 20, doppelt. Aber 60 Cent Unterschied ist natürlich wie in deinem Beispiel nochmal was anderes. Das ist auf jeden Fall dann höher und da würde ich es auf jeden Fall... Also wirst du nicht danach gehen, ist das doppelt so viel, sondern eher nach den Cent, ob das jetzt 5 Cent sind, ob das 3 Cent. Genau, richtig. Und aber auch gucken, wie lange läuft denn so eine Anzeige schon. Ja? Mhm. Also jetzt nicht nach 4 Tagen sagen, pass auf, oh, die Männer... Die müssen wir direkt rausmachen. Das macht gar keinen Sinn, weil die Anzeige verhält sich auch im weiteren Verlauf anders, weil auch Facebook 4 Tage auf jeden Fall Minimum braucht, also für den Algorithmus. Ja. Hier war noch eine Frage. Hätte hier OBS auf dem Schirm, dass To-Dos zeigst? What? Andreas, was meinst du damit? Open Broadcaster Software? Das To-Dos zeigt. Okay. Was macht einen Kompetenzfunnel, erster Ad-Beitrag, Story-Ad, Ziel auf Beitragsinteraktion, daraus Customer Audience, zweiter Ad, Video live auf Video-Views, daraus dann Lookalike und dann auf Webinar oder Sales-Page gehen zum Video live. OBS Studio ist da sehr cool. OBS Studio ist Screen Recording. Ich weiß nicht, in welchem Zusammenhang das gerade steht. Ach so, vielleicht fürs Live-Video vielleicht. Zum ersten Thema Ad-Beitrag, um Beitragsinteraktionen zu bekommen. Da haben wir auch mit Facebook drüber gesprochen heute. Definitiv. Also das war meine konkrete Frage auch an Facebook, weil ich habe öfters jetzt bemerkt, dass wenn man als Kampagnenziel Beitragsinteraktionen auswählt, dass man sehr viele 3-sekündige Videoaufrufe bekommt für ganz, ganz wenig Geld. Aber man will ja letztendlich auch Likes, Shares und Comments haben. Und das sagte sie auf jeden Fall, ist mit Beitragsinteraktionen gar nicht mehr so. Also macht gar keinen Sinn mehr, eigentlich Beitragsinteraktion laut Facebook, ja. Macht es gar keinen Sinn mehr, mit Beitragsinteraktion zu arbeiten, weil sie auch gemeint hat, dass es halt immer weniger so einen Beitrag liken, sharen, einfach aus persönlichen Gründen, weil die Leute dann einfach das auf der Timeline bei sich sehen und das wollen die wenigsten, deswegen wird immer weniger geshared. Also das Conversion-Ziel macht keinen Sinn mehr, trotzdem macht es Sinn, also das als sowas, also Likes zu bekommen, weil dadurch steigt der Social Proof. Macht auf jeden Fall Sinn. Wenn du eine Werbeanzeige hast mit 500 Likes, dann ist die Conversion einfach besser, wie wenn du keinen Like hast. Definitiv. Und sie sagte, man muss das quasi anders erreichen. Also die Mitarbeiterin von Facebook, sie hat gesagt, man kann das jetzt nicht... Über Videoaufrufe. Ja, über Videoaufrufe, aber man kann es nicht über dieses Kampagnenziel Beitragsinteraktionen erreichen, sondern muss halt einfach durch die, indem man halt sagt, kommentier den Beitrag oder dass der Text im Beitrag zur Interaktion verleitet. Mhm. Aber warte mal, die Frage ging noch weiter. Also erstmal Story-Ad, um Interaktionen zu bekommen. Story-Ads sind sehr günstig, das stimmt. Auf jeden Fall. Ziel bei daraus Customer Audience. Okay, alle Leute, die auf meine Links geklickt haben, auf meine Story, die ja günstige Klickpreise von 2 Cent teilweise hat oder 5 Cent. Dann daraus eine Customer Audience und die zweite Ad Live-Video. Auf Live-Video, auf Video. Ah, okay, man dreht vorher ein Live-Video, meint er, glaube ich, und das nimmt man dann als Beitrag oder als Anzeige, als Werbeanzeige und diese Werbeanzeige mit dem Kampagnenziel Video aufrufen. Okay. Ist auch ganz gut, glaube ich. Dann auf Webinar oder Sales-Page gehen zum Video. Lookalike und dann auf Webinar und Sales-Page. Kann man auf jeden Fall so machen. Also man muss es dann auch immer testen. Es kommt ja darauf an, wie groß auch meine Custom Audience ist und
also ja, wie groß meine Custom Audience ist und dementsprechend, wie scharf ist denn meine Lookalike, also von was nehme ich denn die Basis, also was ist die Basis für meine Lookalike, und dementsprechend kann man es natürlich testen, dass man es dann auf Webinar oder Sales Page geht, aber das muss man letztendlich auch wiederum testen. Das Vorgehen ist auf jeden Fall stark. Das höre ich immer öfter, also desto mehr Ahnung die Leute haben, desto öfter kommt das Wort testen. Ja, ist auch so, wirklich. Weil am Ende weiß es der Christian nicht, ob das besser funktioniert als das andere. Weil wenn ich schon, wenn Video-Views sind gut und dann testen. Und dann muss man es testen, ja. Wie gesagt, und das ist wirklich immer das, testen, 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 und dafür sind die wenigsten auch bereit, ja, da wirklich die lange Journey zu gehen und sagen, ja, ich muss das testen, weil wenn ich es schon vorher wüsste, dann bräuchte ich ja gar nichts mehr zu testen und dann wüsste ich genau, morgen bin ich profitabel. Ja. Und das ist ja totaler Bullshit. Ja? Ja. Und deswegen auf jeden Fall Vorgehen, cool. So an sich hört sich das gut an. Ja, ich mache auch viel mit Stories, Ads. Live-Videos noch nicht so viel in Ads getestet. Ich habe öfter mal Ads geschaltet, wo ich schon live Bling-Bling gemacht habe ins Video. Ja. Dass das halt aussieht. Aber das sind wieder andere Themen. Gibt es die Möglichkeit... Oder wir gehen noch den Maurice, was war das? Ja, dass die nicht oben angezeigt wird? Bei Google. Ach so. Also Mauricio, ich meine erstmal, das ist jetzt das falsche Thema, das ist jetzt Google AdWords. Genau. Oder organischer Traffic, da kann der Brian dir auf jeden Fall, den du hier auch in den Kommentaren siehst, da kann der dir auf jeden Fall sehr viel zu weit weiterhelfen, was das Thema Suchmaschinenoptimierung, SEO angeht. Genau. Generell kannst du aber bei WordPress oder überall gibt es so einen Code-Schnipsel, den kannst du einsetzen, Meta, Robots etc., irgendwas, wo du quasi im Head-Bereich einen Code-Schnipsel einsetzt, der Google verbietet, deine Seiten zu indexieren, zu listen. Das heißt, deine Seite wird bei Google nicht angezeigt. Das kannst du über so einen Code-Script machen. Wie gesagt, der Brian ist hier bei der Unterhaltung am Start, Brian Klanten, sonst kannst du ihn einfach mal so direkt unter dir anschreiben und direkt unter dir. Der kennt sich da auf jeden Fall sehr gut aus. Das ist das Thema Google. Google Suchmaschinenoptimierung, genau. Brian, aber leider nicht DSGVO-konform, ist ein Growth-Hacking-Prozess. Achso, über seine Gruppenmitglieder zu erzeugen, um dann hochtargetiert meine Werbung auszuliefern. Ah, okay, interessant. Gibt es die Möglichkeit, Audience über seine Gruppenmitglieder zu erzeugen? Das hätte ich jetzt auch gesagt, Andreas, dass das nicht so DSGVO-konform ist. Ja. Aber nur noch mal zur Info, immer wenn das Wort DSGVO fällt, jeder, der hier kommentiert, die wenigstens sind Anwälte, wir auch nicht, wir können und dürfen euch natürlich dazu niemals eine Rechtsberatung, rechts sichere Auskünfte geben, können wir nicht, dürfen wir nicht. Thema DSGVO ist immer so eine Sache. Ich habe übrigens letztens gehört, dass es keine einzige Company gibt, die DSGVO-konform ist. Das kann gut sein. Das kann ich mir aber gut vorstellen, weil es einfach zu viel ist. Weil es auch so zu viele Sachen, weil auch viele Kleinigkeiten umsetzbar sind. Ja, wirklich nur Kleinigkeiten, die man auch manchmal vergisst, weil man einfach auch so viele Sachen sind. Aber der Andreas hat es sollte nicht Schatz weisen, scheiß Autokorrektur. Oh, hast du ihn Schatz genannt, Brian? Da geht was zwischen den beiden, ich merke das schon. Der Arthur guckt auch zu. Moin, Arthur. Video kannst du dir auch gleich nochmal angucken, geht um Facebook Advertising. Claudia hat auch die Frage eben gestellt. Genau, Claudia, das Video wird gespeichert, kannst du dir auch später nochmal angucken. Ja, gib ich dir auf jeden Fall mal 18 für. Oder noch ein Like. Was war das die Frage von Andreas? Der Brian hat das reingeschrieben. Meta Name Robots, genau. Für Maurizio. Genau, für Maurizio. Ich kommentiere dich mal. Genau, kommentiere mal hier den. Das ist Kommentar fixieren. Also, das wollen wir nicht. Egal, kannst du trotzdem wachsen. Ist egal. Und vielleicht kann ich das jetzt nicht. DSGVO urteilt Pussy. Ja, das geht gerade nicht. Aber Maurizio, wie kann man das nochmal wegmachen? Ja, der Maurizio findet das schon, ne? Maurizio auf jeden Fall, der Brian hat es auf jeden Fall reingeschrieben hier in die Kommentare. Schnappt es da einfach und. Der Brian hat wieder einen rausgehauen. Und setzt es um. Jo. Okay, so, ich glaube, wir. 40 Minuten, Alter. 40 Minuten und wir sitzen immer noch hier, ja? Gegessen. Ja, echt. Wahnsinn. Da sind die Leute gewohnt, das sage ich in jedem Live-Video, dass ich jetzt gleich eine Butterstunde inhaliere. Ja, definitiv. Intravenös in die Ader. Ich hatte noch gar keinen Hunger, aber es ist sicherlich das Wetter. Okay, ich glaube, da kann man stundenlang drüber reden. Über Facebook Advertising und
ich merke das immer, wenn der Christian zu Besuch ist, der steht dann hinter mir und verteilt mir ein paar Nackenklatscher und zeigt mir dann, wie ich das wirklich machen muss, weil ich höre es immer wieder in der Theorie, will es dann umsetzen, mach's aber dann doch nicht. Das ist irgendwie so dieses magische, man saugt das Wissen irgendwo auf, aber man setzt es trotzdem nicht genauso um, obwohl man es ja weiß. Aber wenn einer hinter einem steht und... Indiz dafür ist auf jeden Fall auch immer, viele haben einfach Angst, einfach mal auch mit kleinen Budgets einfach mal was zu riskieren. Und da auch nochmal die Message, probiert einfach mal aus, weil abschalten kann man alles, jederzeit. Ja. Und da wirklich nochmal, traut euch. Ja. Das ist immer so eine Sache vom Traum. Genau. Wie machen wir jetzt die Überleitung? Es gibt einen Workshop vom guten Christian. Genau, da werde ich jetzt auch einen Gastvortrag halten. Wann ist der Workshop? Am 29.30. September 2018. Ganz, je nachdem, wann ihr das Video sieht, aber ich glaube, der geht das ganze Jahr über. Ne? Also wenn jemand das Video lässt... Der geht auf jeden Fall, der wird auf jeden Fall viermal im Jahr wird es den geben, mit maximal 15 Teilnehmern. Ich hatte jetzt vorgestern hatte ich meinen Launch von der Seite auch. Manche von euch haben es auch vielleicht worum gesehen. Worum geht es dann? Geht es um Facebook allgemein? Also das Theorie geht wirklich... Oder bringt jeder seinen Laptop mit? Das ist wirklich so ein Workshop-Charakter, da bringt wirklich jeder seinen Laptop mit und wir steigen von Anfangsschuhen bis hin zu den Remarketing-Strategien gehen wir durch. Der Workshop wird an zwei Tagen durchlaufen. Das ist auch wirklich so am ersten Tag. Da kann man ein paar Kampagnen aufsetzen. Da kann man auf jeden Fall definitiv ein paar Anzeigen aufsetzen. Das war auch so, am ersten Tag setzen wir die meisten Anzeigen auf, dass wir die am zweiten Tag auch schon schön analysieren können, dass wir da zusammen mal vorgehen. Das sind auch dann so Fragen, wie gerade eben. Ja, gerade das Analysieren, der Christian hat mir erzählt, der hat dann so eine, der arbeitet mit einer Excel-Tabelle. Das ist halt da so ein richtiges Tabellenbrain und wie gesagt, die Facebook, das reicht nicht, ne? Du nimmst noch extra eine Tabelle, um das nochmal zu machen. Nein, sag ich mir schnell, auf jeden Fall, Dashboard ist keine klassische Tabelle, wie gesagt, ist jetzt keine große Hexerei, aber ein Dashboard ist auf jeden Fall, das habe ich mir jetzt auch über Jahre lang angeeignet, dass man halt auch wirklich jede Conversion-Stelle, jede Conversion-Schraube einfach nachdrehen kann, um auf einen Blick zu sehen, was funktioniert nicht, um auch zu sehen, ist man profitabel oder ist man nicht profitabel. Und das Ganze ist immer, das ist auch wirklich immer so ein Key-Learning von den Teilnehmern, dass sie sagen, dass sie vorher nichts tracken. Ja, ich glaube, ich rede auch mit Gordon. Das ist so, das Gordon trackt gar nichts. Ja, wenn ich den irgendwas frage, dann sagt er mir. Also ich hab echt günstige Klickpreise, muss man sagen. Ja, das ist ja auch nicht 7% Klickpreise, aber ich tracke nichts. Es könnte alles noch viel besser werden. Und das sind immer so zwei Sachen, die sind halt zeitaufwendig, genauso wie das mit dem Kundenavatar. Aber das sind wirklich zwei Sachen. Zum Beispiel, dass wir auch einen Kundenavatar speziell für dein Business in den zwei Tagen arbeiten, beziehungsweise am ersten Tag arbeiten und dann schon in die Kampagnen einfließen lassen, dass wenn man noch gar keinen Kundenavatar hat, wirklich der richtet sich wirklich auf Anfänger und Fortgeschrittene. Wenn du schon ein kompletter Vollprofi bist und schon deine Kampagnen alle profitabel oder ziemlich profitabel gestaltet hast, würdest du dich, denke ich mal, unterfordern. Da gibt es andere Möglichkeiten, aber dann ist das Format auf jeden Fall nicht das Richtige für dich. Aber welches Format? Das Format von einem Einzelcoaching, Gruppencoaching, wo man dann noch tiefer in die Materie geht, das ist dann das andere Format. Jetzt im Gegensatz zum Workshop. Genau, richtig. Der Workshop richtet sich dann tatsächlich nur an Anfänger und Fortgeschrittene und da gehen wir halt wirklich von null an wirklich hoch. Ja. Ich merke das ja selber, ich bin ja auch, jetzt, ich mache auch nicht seit gestern erst Facebook-Werbung, aber ich merke das, wenn der Christian da ist, der gibt mir immer so nochmal so ein paar Sachen und er zwingt mich wirklich. So Sachen, die ich teilweise auch weiß, aber einfach nicht mache, wie zum Beispiel dieses Tracken oder zu sagen, okay, ich mache da auch noch einen Split. Das ist eine Conversion-Schraube, die sollte ich einfach splitten. Deshalb bin ich froh, dass wir da gerade nochmal ein Video aufgenommen haben. Nochmal hier die Info für alle Business-Partner. Das Video, wie man jetzt speziell Bilderrolle bewirbt, da haben wir jetzt mal eine Werbeanzeige komplett, Kampagne, Anzeigengruppe und Werbeanzeige scharf gestellt, haben wir gerade gefilmt, kommt in die Affiliate Academy. Ansonsten ja, der Workshop, wie gesagt, da seht ihr uns beide da mal live. Definitiv. Und das ist jetzt auch kein Marketing-Hack oder so. Also ihr habt insgesamt bis morgen, also insgesamt glaube ich jetzt noch 18 Stunden. Können auch mal gerade zusammen auf den Timer gucken. Dazu muss man, glaube ich, das Datum sagen, weil das Video wird eventuell auch nochmal auf YouTube landen. Und dann, was haben wir heute? Heute haben wir den, was haben wir denn heute? Heute haben wir den Freitag, der 13. Guter Tag für ein Live-Video. Vor allem, wir sind live. Hier kann alles passieren. Genau, kracht richtig. Die Decke runter. Und hier seht ihr auch nochmal den Timer. Der läuft wirklich. Und das ist tatsächlich so. Und dann bekommt ihr das M-Ticket. Keine künstliche Verknappung. Keine künstliche Verknappung. Das hasse ich selbst. Und deswegen mache ich es einfach auch nicht. Ja. Und es ist wirklich
zwei Tage, insgesamt waren es jetzt 48 Stunden. Der ist gestern losgelaufen, jetzt habt ihr noch insgesamt 16 Stunden Zeit und danach wird es auf jeden Fall auf gar keinen Fall geben, zu 100%, dazu stehe ich. Und wenn ihr euch dann noch ein Ticket schnappen wollt, macht es jetzt, noch 16 Stunden Zeit. Dazu stehe ich mit meinem Namen, das erinnert mich an Rolf... Rolf Zukowski. Rolf Hipp, der Typ mit dem Babybrei. Ich weiß, aber wie gesagt, dazu stehe ich auf jeden Fall, wenn ihr Bock habt. Klickt einfach auf den Link, genau. Ich glaube, der... Ja, den packen wir gleich, Packen wir einfach gleich rein in die Kommentare. Zum Workshop könnt ihr euch mal reinziehen. Könnt ihr euch mal reinziehen, da stehen alle Infos. Wenn ihr Fragen habt, schreibt uns an. In diesem Sinne. Ich liebe Freitag den 13. Geil, Jungs. Sehr gut. Da kriegt der Arthur direkt mal ein Like. Du Geigenspieler, du. Ihr kennt euch auch. Von der Summit, also mal grob kennengelernt, okay. Auf jeden Fall. Ja. Ist mir auf jeden Fall hängen geblieben. Ja, ich kenne ihn auch von der Mastermind. Gut in Erinnerung geblieben. Ja. Mit seinen Geigen. Super. Ja. Mach weiter so. Okay. Perfekt. Das war's, glaube ich, oder? Noch irgendein Kommentar hier, den wir jetzt irgendwie. Ah, der Brian. SEO, sonst mal genau. Online-Marketing-Site kann ich auch sehr empfehlen. Die Seite von Brian. Da gibt es auch einiges zu dem Thema SEO. Also Mauricio, für dich vielleicht nochmal sehr interessant. Definitiv. Check mal da die Links von Brian. Und jo, dann sind wir durch. Sind jetzt auch 45 Minuten. 45 Minuten. Ganz schön lange, hätte ich gar nicht gedacht. Vor allem, dass die Leute auch wirklich kommentieren. Wir haben auf jeden Fall einiges gequatscht. Genau. Wir hoffen, für euch war auch einiges an Content dabei. Wir können nochmal festhalten am Ende. Video-Views, Custom Audience durch Video-Views einfach aufbauen im ersten Schritt. Und erst dann Retargeting machen, mit einer, auch wieder vielleicht mit Videos oder mit einer Conversion-Anzeige. Das kann man dann letztendlich machen. Das muss man letztendlich auch nochmal testen. Also kann man auch nochmal Affiliate-Marketing machen oder auch ein eigenes Produkt hat. Wenn man ein eigenes Produkt hat, kann man sicherlich viel, viel besser tracken, wie wenn man im Affiliate-Bereich unterwegs ist, weil man da auf den meisten Seiten einfach keinen Zugriff hat. Genau. Und da geht es einfach dann meistens dann nur mit einer Traffic-Kampagne und man hat nicht die Chance, ein Conversion-Ziel auszuwählen. Genau. Wenn ihr weitere Fragen habt, könnt ihr es einfach in die Kommentare noch hacken. Andreas und Brian gehen gleichzeitig jetzt in den Biergarten. Dann wünsche ich euch da viel Spaß, Jungs. In den gleichen, oder? Also der Andreas ist, glaube ich, aus München, der Brian ist aus Köln bzw. Krefeld. Gut. Perfekt. Gut. Wenn ihr noch weitere Fragen habt. Freunde, genau, haut nochmal drunter unter die Kommentare, unter das Video, bei YouTube, aber auch in der Gruppe. Ja, das war's, und zieht euch mal den Workshop ein, beziehungsweise guckt euch das mal an. Vielleicht ist das ja was für euch. Ich werde auch einen Vortrag halten zum Thema Affiliate Marketing 2.0, aber auch Samstag. Gruppenmarketing und zum Thema, genau, am Samstag habe ich dann einen Vortrag dann beim Christian und das Thema Automatisierung. Ein sehr spannendes Thema, womit ich mich gerade sehr viel beschäftige. Also in dem Sinne, wir hoffen, das Video hat euch gefallen und sowas machen wir, glaube ich, demnächst mal öfter. Definitiv, also einmal im Monat. Einmal im Monat. Einmal könnte ich mir das einmal vorstellen. Pro Tag. Einmal pro Tag. Einmal nicht. Nee. Einmal so im Monat könnten wir uns auf jeden Fall vorstellen. Ja. Müssen wir mal schauen. Alles klar. Kommt auf euch an. Wenn ihr jetzt sagt, verpisst euch hier, hat nichts gemacht. Dann machen wir es in einmal im Jahr. Dann machen wir es halt nur zweimal im Monat. Oder nie. Ja. Alles wunderbar. Klar. Schönes Wochenende euch. Weiterhin frohes Schaffen und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao. Schön in die Kamera nochmal. So, das hat es jetzt hier. Oh, mach du mal lieber, bevor ich das jetzt irgendwie lösche. Was mache ich denn? Ich habe hier irgendwie drauf geklickt. Ja? Möchtest du dieses Live-Video beenden? Ja, beenden. Wir sind wahrscheinlich immer noch online hier. Denn? Ja, ich glaube schon.